Ja, ist halt eine etwas andere Freundin als die, die wir bisher so hatten, aber kann man auch mal machen, ne? Finde auch interessant, dass sie Benny offenbar nicht zu kennen schien, denn CJ und Benny haben nun nicht ganz die gleiche Statur. Aber nur so ganz unwesentliche Unterschiede in der Statur. Fällt gar nicht weiter auf. Na gut, dann wollen wir uns mal ein neues Gebäude erwerben. Ein neues Haus. Jetzt also auch in der letzten Stadt für uns. Und ganz in der Nähe der Croupier bleiben natürlich. Unserer geilen SM-Schnecke. So, wunderbar. Haben wir die Hütte uns zugelegt. Und ich würde sagen, bevor ich mich um sie kümmere, kümmern wir uns erstmal um die weiteren Missionen, die wir noch so haben. Das würde ich mir dann für eine Aufnahmepause aufheben, beziehungsweise halt zwischen den Aufnahmen, dass ich mich um sie kümmere. Ich finde auch schön, wir haben sie jetzt als Freundin. Auch wenn ich nicht weiß, inwiefern SM jetzt sofort zu Liebe verführt. Aber gut, egal. Aber wir kennen ihren Namen nicht, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir haben keine Ahnung, wie die Alte eigentlich heißt. Aber sie ist unsere Freundin. Ja, klar. Gut, wir könnten jetzt erstmal eigentlich zu Curriculas machen, wenn wir jetzt sowieso schon mal hier in der Ecke sind, würde ich sagen. Und mal schauen, was denn Ken Rosenberg so für Probleme hat und wie wir dabei behilflich sein können, diese aus dem Weg zu räumen. Ich hoffe, es stört hier niemanden, dass ich mit einem Dildo in der Hand rumrenne. Schauen wir mal. Ah, hier gibt es wenigstens keinen Teppich, da können wir rennen. Das ist schön. Guten Tag hier. So, was gibt's denn? Intensive Care. Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top funny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Ich mag den Papagei. Such dir ein Gefährt und hol Johnny Sindaco aus dem Krankenhaus ab. Ja, ja, Johnny Sindaco, da ist er wieder. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Ja, den haben wir ja in die Lage gebracht, in der er jetzt steckt. Ja, das ist Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Gut, schauen wir mal, dass er am Leben bleibt. Interessant ist, die Ferrellis hier mit drin sind. Naja, die Geschäfte in Vice City mussten sie ja ruhen lassen. Sonny hat es ja nicht überlebt. Und seine Familie hat dann wahrscheinlich neben Liberty City auch hier ein Standbein mit aufgebaut. So verstehe ich das zumindest. Warum nicht? Na gut, retten wir Johnny. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help.
Die Mafia muss Johnny entführt haben. Such den Krankenwagen, in dem Johnny sich befindet. Das machen wir, aber wir nehmen dafür den Patriot. So, dann wollen wir mal ein Auto, mit dem wir ein bisschen Rums machen können. Das ist doch genau das Richtige. Okay, dann schauen wir mal kurz auf die Karte, um zu sehen, wo hier die naheliegendsten Ziele sind. Wollen wir doch erstmal vielleicht den da links nehmen. Zwei sind auf dem Strip, einer ist weiter östlich, geht in Ordnung. Also erstmal links hier. So. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau lief, ob wir den rammen müssen. Ich würde denken, ja. Ich weiß es nicht mehr. Naja, wir schauen mal. Tut mir leid für alle, die jetzt in den Autos drin sind, in den Krankenwagen, dass sie jetzt mit dran sind. Rahmen den Krankenwagen, ja. Okay, Johnny muss in einem anderen Krankenwagen sein. Der hier ist echt. Tut mir leid. Die Mafia wurde durch einen Notruf aus dem Krankenwagen alarmiert, den du soeben gerammt hast. Finde den Krankenwagen, den die Mafiosi wirklich genommen haben, bevor sie entkommen. Ich vermute mal, es wird immer der letzte sein hier in der Mission auch. Keine Ahnung, aber könnte man annehmen. So, aber mit dem Patriot sind wir ja eigentlich ganz gut geschützt. Der sollte ein bisschen mehr aushalten als die auch schon angetitschte Karre, die wir vorher hatten. So, da ist er doch schon. Davon fährt er ab auf den Highway. Auf dem Highway fahren sowieso immer irre rum, also von daher ist es auch gar nicht so schlimm, wenn wir ihn jetzt rammen. Johnny muss natürlich in dem anderen Krankenwagen sein, der hier ist echt. Wer hätte nur gedacht, dass es der letzte auf der Liste ist. Magst du die Karre vielleicht auf allen Vieren lassen? Dankeschön. So, wir schauen nochmal ganz kurz, wo ist er denn? Okay. Geht klar. Wir machen gleich mal hier wieder hoch. Dann können wir uns den Spaß mit dem Highway sparen, wo man dann immer schauen muss, wo die Abfahrten sind und so. Ja, das ist vielleicht ganz günstig. Gut, und ich nehme mal an, jetzt dürfen wir uns auch auf Feuergefechte gefasst machen, denn... naja. Jetzt dürften ja Mafiosi mit drin sitzen im Krankenwagen. Ah, nicht gegen die Säule. Okay, da haben wir ihn auch schon. Meine Freunde, das scheint der Krankenwagen zu sein, der Johnny abgeholt hat. Zerdelle ihn ein wenig, um dem Mafiosi zu zeigen, dass du es ernst meinst. Gern, gern, gern. Das lässt sich einrichten. So, der lässt sich auch gut durch die Gegend schieben hier. Ich finde interessant, er sitzt da hinten drin. So, wie viel braucht er noch? Ah! Steig schnell in den Krankenwagen! Oh! So, haben wir ihn dann bald? Ja, jetzt doch. Nein, immer noch nicht. Mensch, da steckt aber was weg hier. Ah, da können wir auch endlich mal wieder auf die vernünftige Waffe zurückwechseln hier. So, mein Freund. Fahre Johnny zur Fleischfabrik. Zur Fleischfabrik? Ist das eine gute Idee? Ich meine, Fleischfabrik bei Mafia? Naja, es sieht aus, also bei der Mafia hier, es sieht aus, als wäre Verstärkung eingetroffen, bringt Johnny zu der Fleischfabrik. Wir müssen also am Leben bleiben. Ja, er hat gerade sein Bewusstsein wieder erlangt. Das ist natürlich kritisch, sage ich mal. Er sollte uns nach Möglichkeit nicht unbedingt sehen. Vielleicht hätten wir den SM-Anzug anziehen sollen. Der hätte uns vielleicht hier was gebracht. Wer weiß. Ich dachte, wir wären verfolgt. Naja, dann halt doch nicht. Gut, müssen wir uns mal schauen, wo wir genau lang müssen. Ach! Hey, Nurse! Hat er eine Schaufel dabei gehabt? Sehr verwirrend. Okay, er sollte noch ein bisschen im Delirium bleiben da hinten. Das wäre vielleicht ganz günstig für uns. Ups. So, dann sind wir doch auch bald da. Ich
Ich glaube, die Fleischfabrik ist ganz in der Nähe von der Chipfabrik, die wir schon zerlegt haben. Machen wir gleich wieder hier lang. Ja, die sind gleich beieinander, die beiden. Das scheint so ein Gewerbegebiet komplett in der Hand von der Mafia zu sein hier hinten. Warum auch nicht? Den will man ja nicht ins Werk pushen da. Ja stimmt, das war hier drüben. Ist gleich gegenüber. So, geschafft. Johnny ist gerettet. Hey Johnny, how you feel? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Und wir haben es geschafft. Er hat uns auch nicht gesehen dabei. Alles ist gut. Johnny lebt und Ken kann vorerst weiter am Leben bleiben. Jetzt haben wir sogar drei Sachen offen. Ich muss mal kurz auf der Karte schauen. Was ist denn das C? Hier oben. Ach so, das wird jetzt natürlich immer markiert. Die Croupier ist dort oben. Und mit der können wir ausgehen. Das wollen wir jetzt gerade natürlich nicht machen. Wie gesagt, ich mache das in der Aufnahmepause. Und jetzt wollen wir uns erst nochmal den anderen Missionen widmen, die wir hier in Las Venturas noch so zur Verfügung haben. Gut, ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen mit Ken weiter. Macht eigentlich irgendwie so ein bisschen Spaß gerade, sich den Mafia-Leuten zu widmen, finde ich zumindest. Oh, es sei denn, wir kommen gar nicht mehr an da, weil ein Haufen Verkehr im Weg steckt und wir einfach stecken bleiben, aber irgendwann werden wir schon alles aus dem Weg geräumt haben hier. Gerammt eher, nicht geräumt. So. Wir könnten übrigens auch hier die Gebäude, die hier sind, kaufen. Es ist sehr spannend, hier gibt es einen Zirkus. Ich glaube, das sind alles irgendwelche... Für 6000? Okay. Ich glaube, das sind alles irgendwelche Casinos, die wir hier kaufen können. Und in denen kriegt man dann halt einfach ein Zimmer zugeteilt. Ja, eine Hotel-Suite. Denn natürlich ist das kein Zirkus, sondern das ist lediglich ein weiteres Casino bzw. Hotel. Ist ja eh alles eins bei denen. So, bei 6000 sage ich nicht nein, das ist in Ordnung. Junge? Was war denn jetzt? Hat der Rückwärtsgang geklemmt oder was? Na gut. Und wir können nämlich gleich hier drüben hingehen. Da haben wir dann wirklich direkt neben dem Caligulas auch einen Speicherpunkt, falls wir den mal nutzen wollen. Ist doch ganz günstig. Hätte ich jetzt natürlich gerade auch mal machen können. Aber wir kriegen das schon hin. Schauen wir doch mal, ob Ken sich jetzt ein bisschen besser fühlt oder ob er immer noch denkt, dass er kurz vorm Sterben ist. The Meat Business. Oh, baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank as my you, son, sweet. You. So everything straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with ya? Glückwunsch! Bring Rosenberg auf zu dem Schlachthof. Ja, da wollen wir jetzt unbedingt hin. Okay, boss man. Where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure.
I can take you by there. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and death bullshit. Ah, shit, shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt, too. Didn't this shirt look good on me? Idiot! Total. Ja, da wollen wir jetzt unbedingt hin, wieder auf den Schlachthof. Zu Johnny, der uns jetzt, wo er wieder wach ist, auch erkennen könnte. Das ist eine sehr gute Idee. Man sieht die Scheiße schon auf sich zukommen und gleich wird sie richtig schön über die Wand verteilt. Man weiß, dass es passiert, aber man kann nichts gegen tun. Ich meine, was sollten wir zu Ken sagen, dass wir da nicht hingehen können? I'm the boss, I am the boss, I'm the boss, I am the boss, yeah. You're the boss, you're the boss, you're the boss. Okay, lass uns gehen. Ich halte schon mal die Waffe bereit. Es kann nur schief gehen. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss.